erste Halbzeit haben wir relativ gut angefangen, aber nach dem Gegentor oder dann in der zweiten Halbzeit haben wir dann Düsseldorf doch nochmal zurückkommen lassen und war auch eine gewisse Unsicherheit in unserem Spiel zu sehen und das muss man abstellen oder aufarbeiten, aber in unserer Situation, wenn es da zu Rückschlägen kommt, dann ist diese Verunsicherung vielleicht auch ein bisschen natürlich. Klar ist das, sollte das nicht so sein, aber daran werden wir arbeiten. Die letzten 5 Minuten vor der Halbzeit haben wir schon ein bisschen gesehen, dass wir ein bisschen nachlässig wurden. Das hat sich dann in die zweite Halbzeit hineingetragen und dann haben wir halt so ein bisschen das Spiel und aus der Hand gegeben, unnötigerweise. Mich ärgert es einfach nur, dass wir nach einer sehr guten Halbzeit, dass wir dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr diese Kontrolle über das Spiel behalten. Und, das müssen wir auch noch lernen und vielleicht hat es auch ein bisschen mit der Kraft zu tun gehabt, dass wir nach dem Champions League-Spiel jetzt dann auch ein bisschen dann die Kraft verloren haben in der zweiten Halbzeit, aber trotzdem müssen wir es einmal clever zu Ende spielen. Die Fortuna hat halt dann natürlich ein bisschen Oberwasser bekommen, hat dann halt auch den Ausgleich gemacht und trotzdem bin ich natürlich sehr, sehr glücklich und ich denke auch, dass es verdient gewesen ist, dass wir dann noch auf unsere Chance gewartet haben und dann halt auch den Siegtreffer erzielt haben. Es war natürlich nicht einfach, vor allen Dingen, wenn ein Gegner halt so massiv drinsteht. Das ist aber auch absolut legitim und die Fortuna hat es so schwer gemacht. Klar, ist so ein Gegentor alles andere keine schöne Sache und dadurch gibt man den Gegner auch nochmal Selbstvertrauen und gibt ihm neue Kraft und ja, das war dann der Fall und dann wird das nochmal ein hartes Stück Arbeit. Ich denke auch, dass wir trotz alledem, auch wenn es ein knappes Ergebnis gewesen ist, trotz alledem als verdienter Sieger vom Platz gegangen sind. Ein positiver kleiner Schritt, es geht jetzt weiter und darauf lässt sich aufbauen, aber es waren dann auch am Ende nur 3 Punkte und ein Unentschieden, aber trotzdem, in unserer Situation ist das ein Schritt nach vorne. Trotzdem hat die Mannschaft halt nicht Harakiri gespielt und gleichzeitig aber halt auch die Ruhe bewahrt und dann halt auch eine von den noch gegebenen Chancen dann halt auch genutzt. Und einen echten Goalgetter vorne drin gehabt. Joel hat, freut mich natürlich für ihn, dass er hat es ja auch in den letzten Wochen nicht immer einfach gehabt. Klar ist das hart für einen Spieler, aber das gehört auch dazu. Aber klar, ist kein schönes Erlebnis und wünscht man niemanden, aber es war bedingt durch die Leistung und man hat gehofft und daran gearbeitet, dass es dann besser wird. Im Endeffekt freut es mich ja für jeden in der Mannschaft, der ein Tor schießt oder der Mannschaft hilft damit. Und wie gesagt, der Joel hat ein super Talent und wenn er wirklich sich nicht beeindrucken lässt, was ab und zu auch von draußen passiert, dann wird er seinen Weg gehen. Nicht nur, dass er heute gut hinten gestanden hat und seinen Job sehr, sehr gut gemacht hat, dass er auch noch 2 Tore gemacht hat. Ich glaube, das ist bisher bei ihm auch noch nicht so oft vorgekommen. Ne? Kollegen dich hochleben lassen? Ja, den einen oder anderen Witz muss ich mir anhören, aber doch, ja. Wir müssen nach wie vor kleine Steps machen und auf uns schauen und nicht auf die Tabelle oder um uns herum, sondern wir müssen sehen, dass wir uns nach wie vor verbessern, unsere Fehler minimieren und dann werden wir auch punkten und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt. Aber jetzt irgendwo hinzuschielen, halte ich für völligst verfrüht, ja. Wir haben jetzt nach dem Spiel jetzt auch in Mainz und Galatasaray, wo wir uns jeweils immer wieder nach dem Rückstand nach zurückgekämpft haben, sind wir heute das erste Mal jetzt auch in Führung gegangen und es ist schon wichtig, auch für den Kopf jetzt, und ich denke, darum kriegen wir auch die 2 Tage jetzt nochmal frei, dass jeder ein bisschen abschalten kann, auch mit der Familie und uns dann auch wieder konzentrieren können auf Wolfsburg. Das ist das nächste schwere Spiel und aber trotzdem sollte man jetzt, wir haben 3 Punkte heute geholt, aber erste Halbzeit war gut, wie gesagt, und zweite Halbzeit in meinen Augen jetzt nicht so.